Der österreichische Ski- und Partyort Ischgl. Inzwischen fast ein Synonym für den Beginn der Corona-Pandemie in Europa. Im vergangenen März steckten sich hier viele Urlauber mit dem Virus an und beschleunigten so die Verbreitung des Virus in Deutschland und in anderen Ländern. Das ist halt auch beim Après-Ski, weil das ist halt eine fröhliche Situation. Die Leute sind natürlich sehr eng beieinander und feiern. Und dort ist ein Gefahrenpotenzial, wo sich der Covid-19, der Virus, natürlich sehr leicht verbreitet. Das haben wir zur damaligen Zeit auch nicht gewusst, auch nicht die Experten. Und das tut uns auch sehr leid, dass das damals passiert ist. Aber wir haben aus dem gelernt und das wird in diesem Winter, wird es bei uns nicht mehr passieren. Wenige Monate später sorgen sich die Gastwirte hier weniger um den fehlenden Schnee als um die fehlenden Gäste und den Ausfall des Weihnachtsgeschäfts. Ab dem 24. Dezember dürfen in Österreich die Skilifte mancherorts wieder öffnen. Hotels, Bars und Restaurants bleiben aber vorerst geschlossen. Für Barbetreiber Bernhard Zangerl muss Ischgl von seinem Partyort-Image wegkommen. Es ist ein falsches Bild in die Öffentlichkeit getragen worden. Und da hat man jetzt gesehen, auch auf was man öffentlich reduziert wird. Und da gilt es jetzt auch vielleicht in Zukunft, die bestimmten Regeln zu treffen, um einfach das Bild ein bisschen geordnet zu treffen und nach außen wieder als Skisportort aufzutreten. Der Wintersporttourismus bringt Österreich jährlich 15 Milliarden Euro ein. Ein Großteil davon dürfte dieses Jahr wegfallen. Gastwirte und Verantwortliche in Ischgl hoffen, dass das Geschäft dann im kommenden Jahr, unter anderem dank der Impfungen, zur Normalität zurückkehrt.